dann fühlst du dich wie Rambo mit deinem Bandana. Siehst du, Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger jetzt in ihren Auftritt. Jawohl. Der Film heißt Das Dschungelcamp. Und Peter, der Regisseur? Na, ich bin der Beleuchter. Aber die hellste Leuchte bis jetzt nicht. Ich will jetzt nichts sagen, aber wenn ich das jetzt sage, bist du beleidigt. Das war aber gut. Nee, gib mir zu. Ich mach's genauso und ich bin nicht die hellste Leuchte. Peter, hast du es jetzt gerade ernst genommen? Ja. Was genau, wie du das meinst? Ja, ein bisschen unter der Gürtellinie, wenn einer sagt, bist blöd. Aber ich wusste auch nicht, warum die jetzt so plumpe Beleidigung, wenn ich jetzt irgendwas gemacht hätte. Aber so in dem Moment, wo die einfach so rauskommt. Pff. Hast du dich jetzt gerade echt verletzt dadurch gefühlt? Das tut mir wirklich leid. Es ist respektlos. Sowas zu sagen, das tut mir leid. Mann, tut mir das leid. War nicht, das war, ich wollte nur einen Spaß auf deinen Spaß machen. Bleibt halt immer wegen unter der Haut. Und ich habe überall gesagt, dass ich dich so intelligent finde. Ich muss alles revidieren. Das war aber nicht, das sei ich jetzt nicht darauf bezogen, dass ich mich intelligent finde und euch dumm finde. Respekt ist wichtig, nicht sowas. Ich bin 66 und eine Junge sagt zu mir, dass ich nicht die helle Leuchte bin. Das ist geil. Du bist sehr schlau, Peter. Nein, das hat damit nichts zu tun. Ich habe einfach nur Spaß gemacht und ich dachte, du verstehst genauso viel Spaß, wie du Spaß machst. Gerade weil er so viel Witze macht, sollte man eigentlich davon ausgehen, dass er es vertragen kann. Aber das ist, glaube ich, was einige Witze betrifft, nicht so der Fall. Das hat wirklich nichts mit anderen irgendwas zu tun, dass ich dich dumm finde. Ich finde, ich halte dich für sehr intelligent, Peter. Ich weiß gar nicht, was du willst. Das weißt du doch selber, dass du intelligent bist. Ich will nicht, ich habe gesagt, Respekt sein. Ja, das war aber nicht so gemeint. Okay, das tut mir leid. Alles klar, angenommen. Okay, habe ich doch gerade gesagt, angenommen. Ah. Das ist immer das Schlimme. Man weiß immer genau, die letzte Rettung ist die Entschuldigung. Aber man muss sich halt vorher mal ein wenig überlegen, ob man ein paar gewisse Wörter sagt. Aber gut, ich habe mich entschuldigt. Hätte ich gedacht, dass Peter so empfindlich ist, hätte ich so einen Witz nicht gemacht. Ah ja. Hier, Holz vor der Hütte. Genau.